Show. Tachchen, ich bin hier bestimmt super cool zu erkennen. Mal wieder ein kleiner Zwischendings, Bums, Pronups, Quickies und so. Es ist ja Silvesterabend. Ich arbeite schon am zweiten Glas. Ich habe das erste Mal dieses Jahr, glaube ich, vor 20 Uhr Alkohol geöffnet und hocke hier jetzt in der Vlog-Ecke, wie ihr vielleicht seht, hier ein bisschen neu organisierter Beleuchtung. Ich bin nämlich gerade dabei, das Gerät hier in Gang zu kriegen in dieser Vlog-Ecke. Und zwar an dem kleinen Rechner, wo jetzt gerade das Windows 10 Upgrade aufgespielt wird. Und ich bin mal gespannt. Guck mal, wo ist das? Fast ein cooles Bild, ne? Upgrade jetzt starten. Bin mal gespannt, wie das denn hinhaut, ob der Rechner hier ein bisschen schneller läuft. Das ist nämlich nur so ein Intel, ist das so ein E1, so ein AMD, irgendeiner ohne Power. Oh, guck mal, hier sieht man das Bild hinten und mein Ersatz-Greenscreen. Cool, ne? Jedenfalls ist das hier, wird das ein Teil vom neuen Pronoob 2K Quickies, vom Pronoobs Quickies. Und um 0 Uhr werde ich nochmal versuchen, das Feuerwerk einzufangen. Und ich werde, glaube ich, auch noch so mal was anderes an Quickie machen und ein separates Video. Ich habe mir nämlich ein Spielzeug gekauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Konsole, kein Game, sondern ein Spielzeug. Ja, und ich werde jetzt nochmal weiter hocken und warten, dass der kleine Freund hier neu startet. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich bin wahrscheinlich schon längst hinfällig, weil bevor ihr dieses Video zu sehen bekommt, wird schon mein Videospieljahr 2015 hochgeladen sein. Also das wird hier nicht das erste Video 2016 sein, aber es wird häufiger gewünscht und wenn sich das ergibt, dann könnt ihr das haben. Soweit, so gut. Tschüss. Ich blicke eventuell zuversichtlich auf zukünftige Steam-Videos mit Greenscreen in meiner Vlog-Ecke, weil es hat noch leichte Zicken, es zickt noch leicht, aber ich habe jetzt hier in der Vlog-Ecke meinen Steam-Link angeschlossen über HDMI an meine Avamedia HD, Game Capture HD, wie heißt die, ne, so an mein Capture-Gerät hier und es wird erkannt. Der Steam Controller funktioniert auch, obwohl ich da wahrscheinlich noch einen Xbox Wireless Dongle holen würde, weil der Xbox Controller doch manchmal besser ist als der Steam Controller in manchen Dingen. Ich habe es noch nicht hundertprozentig mit der Aufnahme probiert und überlege noch auf einem HDMI-Switch herum in der Hoffnung, dass er dann das Signal gleich kriegt, weil ich mache immer den Fernseher an, ich mache meine PVR, also mein Capture-Gerät an, starte dann den Steam-Link, dann zeigt er mir kurz ein Bild, wenn ich dann die Verbindung einstelle, dann verliert das Bild wieder, dann muss ich halt ein E-Kabel rauszupfen und wieder reinstecken und dann kriegt er irgendwann ein Bild. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, aber solange das während der Aufnahmen nicht wieder ausfällt, das Bild, glaube ich, dass wir bald wieder mit dem Steam-Alphabet durchstarten und vor allem, dass ich auch einfach mal wieder mehr PC-Spiele zeigen kann, weil Steam auf dem PC ja nun eigentlich quasi meine Hauptplattform ist. Schauen wir mal, was das so wird. Juhu! Diese Ansicht in etwa, warte mal, soll ich mich überlegen. So im Groben und Ganzen müsstet ihr die Ansicht in etwa kennen. Hier das Sofa, ne? Ich habe bestimmt schon mal eine Roomtour gemacht. Ich weiß gar nicht, ob eine aktuelle, aber kennt ihr auch so das ganze Chaos dahinter? Hier die Vitrine habe ich euch, glaube ich, letztes Mal gezeigt, ne? Ich muss mich hier mal umdrehen. Das ist übrigens das Bild, wo ich immer so drauf gucke. Die Softbox, Fernseher, die Kamera normalerweise, die jetzt gerade nicht existiert. Ich muss mal gucken, was ich kriegen hier. Konsole,
Wo habe ich denn die Kamera denn drauf gedreht? Jedenfalls ist hier unten jetzt die PlayStation 4 hingewandert. Und das Einzige, was ich euch mal kurz zeigen wollte, ist die Rückseite. Weil selbst wenn man die Vorderseite mal zu sehen bekäme, mit dem Fernseher und das alles, das geht ja noch. Aber die Rückseite... Ist das nicht grausam? Das Problem ist, dass das genau die Ecke ist, wo man, wenn man hier in meine Vlog, also das ist die Seite, wo man drauf guckt, wenn man hier in meine Vlog-Ecke kommt, dann muss ich das nochmal irgendwie schön verstecken und verschnörkeln. Ich weiß noch nicht genau wie. Mal sehen. Juhu! Mir ist gerade mal so aufgefallen, ich poste ja immer noch fleißig auf Facebook und vergesse dabei, dass einige Leute, die nicht auf Facebook sind, das dann ja gar nicht mitkriegen. Denn ich habe es im, was war das denn, in meinem, was war 2015, was kommt 2016, glaube ich, habe ich das gesagt. Wenn ich 10 Kommentare zusammen habe, dann kaufe ich mir Bloodborne, weil ich es ja eigentlich sowieso gerne spielen möchte. Aber wenn die 10 Kommentare zusammenkommen würden, würde ich auch ein, ich habe hier gerade ein Haar an meinem Handy, ein Let's Play starten und wir fassen es kurz. Natürlich sind die 10 Kommentare zusammengekommen. Ich hätte auch schon längst aufgenommen, wenn es dann funktioniert hätte, aber ich musste mir noch einen HDMI-Splitter für mein komisches Setup hier kaufen. Jetzt funktioniert es jedenfalls. Ich habe das gestern schon mal kurz ausprobiert. Ich kann jetzt endlich die PS4 aufnehmen. Warum es auch ohne HDMI-Splitter nicht ging, obwohl es gehen sollte, weiß ich nicht. Ich erhoffe mir, dass ich auch meinen Steam Link jetzt aufnehmen kann. Das heißt, Bloodborne kommt demnächst und das Steam Link geht los. Und es wird noch ein lustiges Video kommen wahrscheinlich. Ich habe mir nämlich ein Spielzeug gegönnt. Ich schmeiße es runter, sieht man das? Das ist der Carrera Red Bull, hast du nicht gesehen, irgend so ein Spielzeug halt, so ein ferngesteuertes Auto. Und wenn es mal längere Zeit draußen, wenn es draußen ja, warm genug bleibt, sag mal so, wenn das so um die in den Plusgraden bleibt und die Straßen nicht zu nass sind und ich hier mal Licht anmachen könnte, dann werde ich den mal endlich aufpacken. Wenn ich mal aufpacken kann, ich ihn auch hier drin im Trocknen, aber dann werde ich den mal testfahren. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch meine komische Billig-GoPro dran festmachen und damit ein paar lustige Aufnahmen zusammenstellen. Das sehen wir dann. Naja, soweit, so gut. Ich bin erstmal wieder raus. Juhu! Oh, hier ist aber die fette Beleuchtung. weil ich auf Facebook auch mal teile und dieses Format ja dafür ist, euch Sachen mitzuteilen, euch Sachen mitteilen zu können, die andere Leute auf Facebook schon mal zu sehen kriegen. Es war letztens eine Aktion bei Amazon, 5 Blu-Rays für 30 Euro. Und da habe ich auch mal zugeschlagen. Auf Facebook habe ich es geteilt, da war die Begeisterung, hielt sich wohl in Grenzen. Während es da hinten schön grün wird, weil meine Xbox gerade wieder startet. Jedenfalls habe ich mir mal ein paar Filme gegönnt. Da könnt ihr ja mal eure Meinung zu in die Kommentare und wie ihr lustig seid. Ich habe mir nämlich, ich weiß nicht, wer es kennt, Invasion vom Mars, ist ein ziemlich alter Film, aber ich habe den, seitdem ich ihn damals mit ziemlich jungen Jahren geguckt habe, nie wieder im Fernsehen gesehen. Deswegen habe ich mir den mal gegönnt. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Ich hoffe, das ist nicht hier nachher im Video auch spiegelverkehrt. Das wäre sehr lustig. Aber egal. Mit Keanu Reeves ist wahrscheinlich auch nicht so der... Das sind alles keine Highlights, aber ich mag die Filme halt. Und effektiv kostet ja jeder Film dann 6 Euro. Auf Blu-ray, da kann man nicht meckern. Einmal Comic. Wie heißen der eigentlich? Superman, Batman, Apocalypse habe ich, glaube ich, mal irgendwann auf Amazon Prime geguckt. Jetzt habe ich ihn mal als Blu-ray. Habe ich dann einen Film, den ich auf DVD schon habe, aber jetzt mal als Blu-ray. Einfach Kult, nicht super Film, aber Kult. Mortal Kombat, was wir als Gamer sowieso in der Sammlung haben. Und ein Anti-Helden-Film aus früherer Zeit von Sam Raimi. Gestern zum ersten Mal komplett geguckt. Darkman mit Liam Neeson in jungen Jahren. Ist sehr speziell, besonders schmunzelt man heutzutage über die Effekte, aber ich finde so für 30 Euro als Blu-ray geht das schon okay. Ich dachte, das teile ich euch mal mit. Und da ist meine Xbox jetzt angegangen. Ich weiß zwar nicht mehr, warum ich sie anmachen wollte, aber ich wollte jetzt irgendwas gucken. Ich glaube, ich habe mir das DLC zu, das Fast and Furious DLC geholt zu Forza Horizon 2 und da wollte ich mal reingucken. Ich glaube, das war's. Naja, in diesem Sinne. Wir haben den 16. Januar. Tut das wirklich Not? Also wenn es nach mir geht, definitiv nicht.
Aber ich glaube, es hat inzwischen aufgehört zu schneien, aber sieht doch eigentlich mal ganz interessant aus. Ne? Sieht schick aus, aber raus möchte ich jetzt nicht, aber muss ich auch nicht, weil Samstag ist, zum Glück.